zufrieden sein. Wir haben 3 Klassensiege bisher gefahren und es ist halt immer noch eng um die Meisterschaft. Wir sind vorne mit dabei. Punkt ist mal 1, wir müssen beide Rennen gewinnen. Die Jungs vom Pixum Auto sind auch super schnell unterwegs. Es ist ein bisschen verzwickt und ein bisschen eng und auch ein riesen, ja, riesen enges Feld da vorne mit den ersten 3. Ich denke mal, auf dem Papier haben wir sehr gute Chancen. Bei uns im 240i Racing Cup ist es immer relativ eng, aber ich denke, rein von der Papierform her sind wir sehr stark und wenn wir unseren Job gut machen, dann wird das sicher gut. Wir können nur versuchen zu gewinnen. Ja, Attacke. You have to kind of throw it in there. It's going to be a tough fight, and then also possibly for turn 2 and 3 as well. So, but yeah, I hope to come out on the good side. The 51st edition of the ADAC Barbarossa Prize, live from the Nürburgring Nordschleife. Und da dreht sich einer. Danke aus Sicht der Fahrer, danke aber aus Sicht der Fans. Sie kriegen jetzt wirklich noch mal eine 4-Stunden-Distanz. Ein Riesenkompliment an alle Beteiligten, dass man das so gut hinbekommen hat. For the second time of asking though, we get underway with VLN 8. Christian leading the way ahead of Raffaele Marciello, who looks to the inside but can't quite find an inside line into turn number 1. Marciello thought about an inside line there on Krognes, but Krognes had that covered over the curve. We have had a lead change on this lap, Bruce Jones. A BMW, an Audi and a Lamborghini. It's a 35 BMW of Vulcanhorst Motorsport. And then right behind that, into the Mercedes arena now, goes the Conrad Motorsport Lamborghini and the Phoenix Racing Audi. Wir sind auf P3 gerade, P4 ist direkt hinten dran. Jetzt wird der letzte Stopp entscheiden, unser Auto ist leicht angeschlagen. Everything here looks good, and now there is Max in the car, that he is fantastic, so yeah, let's hope for the win. Gibt es jetzt Hektik um den 2. Platz in der BMW Cup-Klasse. Der Angriffsversuch kommt und er zieht die Nummer durch, geht aber in den Acker. Da war er zu spät auf der Bremse und so kann der Eifelblitz jetzt nochmal durchstarten. Wir sind jetzt auf 2, aber es bleibt eng und spannend. Hat richtig Spaß gemacht, wir konnten die Führung ausbauen. Uns gegen die Grundreihen behaupten. Die Chancen sind gut, wir sind auf 1 momentan, aber es ist sehr knapp. Und dann biegt er ein auf die Start- und Zielgerade. Gratulation, Sieger beim 51. ADAC Barbarossa-Preis.